Jo, moin zusammen. Schöne Weihnachten hattet ihr, hoffe ich. Ja. Ich konnte mich leider nicht melden oder grüßen, da eben Facebook jetzt der Auffassung ist, dass es mir eine Sperre reinsetzen muss. Das zwar gleichzeitig zu Neujahr, zu meinem Geburtstag und zu Weihnachten. Ja. Jo, jo, jo. Das ist wichtig, das könnte ich auch teilen. Ja. Ich wurde aufgrund eines Beitrages, wo eben gepostet wurde, dass ja, farbige Asylanten in den Hungerstreik treten wegen ihrem Bemängeln an Wohnungen. Wohnraummöglichkeiten oder eben Wohnraumumständen, wo ich nur sagen kann, was sollen die Deutschen denn machen, ja? Wo ich ganz klar sage, die Deutschen verhungern, die Deutschen erfrieren, die Deutschen müssen im Müll nach Überlebensmitteln suchen, nach Flaschen oder sonst was. Ja, und da habe ich nur eben geschrieben, vielleicht wäre Verhungern ja eine Lösung, ne? Weil die kommen hier rein, die kriegen finanzielle Unterstützung vom Staat. Für die wird gebaut. Wohnraum. Ja, Dach über dem Kopf. Bei Stechwetter. Ja. Die sind ja scheinbar nicht arbeitsfähig. Weil sonst könnten sie ja auch einfach in den Arbeitsstreik gehen. Nein, sie gehen in den Hungerstreik. Eben aus unseren finanzierten Mitteln haben sind sie dann dick eingepackt. Machen dann einen auf, wir lassen mal ein bisschen, paar Tage nichts essen, ja. Und wollen dafür bessere Unterkünfte. Für unsere farbigen, mitfarbigen Asylanten, die hierher kommen, Familien, die hierher kommen und alle schön auf der Staatskasse liegen. Könnt ihr euch teilen? Ist meine freie Meinung. Während hier eben Deutsche zu Weihnachtszeit sterben, das ist nun mal die Wahrheit, erfrieren, verhungern, etc. Ja, krank werden durch Schlechtwetterverhältnisse, die eben kein Dach über dem Kopf haben. Ja, worüber die Umstände, die in ihren, ja, Wohnräumen gegeben ist, sich diese farbigen Asylanten eben oh, so stark aufregend, dass sie in den Hungerstreik gehen. Ja. Ich sag dazu nichts viel mehr. Das sollte für jeden ein klares Bild sein. Auch eben, was Facebook als Reaktion an euer auf meinen Post gemacht hat. Dass es mir halt eine Sperre reinsetzt, einen schwerbehinderten Menschen wie mir, der eben auf Kommunikation teilweise im Internet angewiesen ist. Dass Facebook eine Sperre reinsetzt zur Weihnachtszeit, über meinen Geburtstag und über Neujahr hinaus, ja? Für die Wahrheit. Eine Sperre für die Wahrheit, eine Sperre dafür, dass man sich sozial einbringt, eine Sperre dafür, dass man sich menschlich und human einbringt. Ja, nur weil man auch noch Interesse hat an ein bisschen an das eigene Volk. Na, und Facebook, ganz ehrlich, mit deiner dummen Werbung über, ja, erst, ach, ich möchte nicht geliked werden, weil ich möchte nicht als Freund geaddet werden, weil ich, ja, ne? Die Werbung war für einen Arsch, was soll das für eine Werbung sein? Ja, irgendwelche rumheulende Drusen und dem Lachs, die kein Mensch braucht, die ich auch nie adden würde auf irgendeine Freundesliste. Ja. Bis hin dann zu neuer Werbung, wo es dann heißt, wenn man halt sozial wäre oder es wäre sozialer ja, sich in der Realität zu begeben, als es im Netzwerk auszuleben. Ich bin nun mal ein eingeschränkter Mensch. Ich bin 90% körperlich schwerbehindert. Andere sind auch schwerbehindert und sind ein bisschen abhängig davon, teilweise im Netz zu leben. Ja, Kontakte im Netz auch zu haben. So.
Das ist jetzt nicht eine Abhängigkeit wie das hier, wie Rauchen. Ja. Aber es ist eine bodenlose Frechheit. Das sage ich hier ganz klar. Das Facebook meint, es muss über die Feiertage, über Weihnachten, meinen Geburtstag und über Neujahr hinaus, sogar noch zu dem Geburtstag meiner Mutter, mich sperren und mir damit jede Möglichkeit geben, Grüße oder sonst was zu senden. Ihr seid eine mediale Plattform, eine Kommunikationsplattform, Facebook. Und dann benehmt euch auch so. Und wenn man die Wahrheit sagt, dann fängt nicht an, mit einer dummen Zensur darum zu hantieren, sondern kommt damit klar, dass eben gewisse Aspekte der Wahrheit entsprechen, auch wenn sie euch oder der Gesellschaft nicht gefallen. Ja, wie eben zum Beispiel, dass für Asylanten oder eben auch Immigranten oder auch eben, ja, Flüchtlinge, Migranten, egal, gebaut wird hier, während Deutsche nicht mal ein Dach über den Kopf haben, während Deutschen die Wohnung genommen wird, ja. Das halte ich hier auch mal fest, ja. Weil ich das aus eigener Erfahrung weiß, dass man eben auch Deutschen die Wohnung auch zur Winterzeit gerne dann mal nimmt. Ja, und dann meinen ein paar farbige Asylanten sich hinzustellen und zu sagen, wir treten in den Hungerstreit, weil in den Arbeitsstreit können sie ja nicht gehen, weil ohne Arbeit kann man nicht streiken. Ein Arbeitsstreik ist ein bisschen bescheuert, wenn man da mit einem Schild rumsitzt und wo drauf steht, ich arbeite nix, ich streike jetzt. Ja. Also gehen die in den Hungerstreik, ja. Die ach so armen, gut ernährten, nicht unterernährten, asylantenfarbigen, die dort groß auf große Schnauze machen. So. Die Wahrheit wollt ihr nicht hören, die Wahrheit ist euch zu unbequem. Facebook teilt das hier, postet das. Für die Wahrheit wird man in Facebook zu Feiertagen, zu Geburtstag, zu Neujahr, zu Weihnachten, zu den Geburtstagen der eigenen Familie wird man zensiert, man wird gesperrt, nur weil man die Wahrheit sagt und ein Mensch ist mit Herz, ein Mensch ist im sozialen Bereich, ein Mensch ist mit Verstand und der einfach nur sagt, ja, wenn sie in den Hungerstreik gehen, vielleicht ist es doch eine Lösung, ja, verhungern die Leute halt eben, dann müssen sie nicht mehr in den Hungerstreik gehen, dann hat sich das auch mit der Kälte oder ja, keine Ahnung, was sie beklagen an ihren Lebensumständen in den Wohnungen. Ja, hat sich ja dann geklärt. Dann ist vielleicht Platz für zum Beispiel Deutsche, die gerne dann eine Unterkunft nehmen, ein Dach über den Kopf, um schlafen zu können. Ja, das ist halt die Wahrheit. Das ist halt Fakt. So, und das könnt ihr gerne, ich werde es weitergeben an einige Leute und dann könnt ihr es gerne weiter teilen und weiter posten, auch eben auf Facebook. Facebook hat mich gesperrt als eben eingeschränkten Menschen. Für die Wahrheit, für soziales Einbringen, für soziales Engagement, dass ich eben auch sage, die Deutschen hier, die müssen nicht auf der Straße verhungern, die müssen nicht auf der Straße krepieren. Dafür wird man gesperrt hier in Deutschland, in Facebook und auf einer Kommunikationsplattform eben, die weltweit eigentlich offen sein sollte und wo es nicht sein sollte, dass man gerade über eben Feiertage und über Geburtstage und etc., Neujahrsbeginn, Weihnachten und so weiter gesperrt wird. Ja. Ich finde es eine bodenlose Sauerei. Ihr könnt euch natürlich euren eigenen Kopf machen, eure eigene Meinung machen. Ich sage nur ganz klar, es ist eine Schweinerei, was Facebook da abzieht. Für die Wahrheit wird man wieder zensiert ohne Ende. Ja, vielleicht stellen sie mich auch wieder als Nazi dar oder als Rechter, nur weil ich ganz klar sage, es sind farbige Asylanten. Waren es nun mal, ja. Ich kann ja auch sagen, es sind Schwarze, ja. Was soll ich sagen? Oder, ne, keine Ahnung, wie man die dann noch benennen soll, wenn man nicht sagen darf, dass sie dunkelhäutig sind. Ja. Oh, ist ja auch so schlimm. Fakt ist einfach die Wahrheit, worum es geht. Ja, und die Wahrheit ist, sie streiken, weil sie unzufrieden sind mit ihren Unterkünften. Ja, während Deutsche
Und das ist auch wieder die Wahrheit. Auf den Straßen verhungern müssen, auf den Straßen sterben, an Krankheiten etc., durch Wetterbedingungen und sowas, weil sie keine Zuflucht haben, kein Dach über den Kopf. Sie müssen sich in Müll, Essen suchen, Ernährung und so weiter, während irgendwelche gut ernährten Afrikaner, ja, oder was das auch sind, ich sage jetzt nicht mal Afrikaner, weil damit, das ist ja wieder, ich kann ja nicht Afrikaner sagen, weil das sind ja nicht alle bestimmt aus Afrika, ne, die dabei waren. So, also dunkelfarbige, ja, Asylanten, Immigranten, Flüchtlinge, was auch immer, ja, Wirtschaftsflüchtlinge oder was die auch sein mögen, ja, weil verhungert sahen die auf den Bildern nicht aus, auf dem Video, ja, die sahen gut genährt aus, ja, einige so wie ich, ja, und sagen dann, wir gehen in den Hungerstreik, weil wir sind nicht zufrieden mit unserer Unterkunft. Und das in einem Land, wo das eigene Volk stirbt an Kälte, stirbt an dem, dass sie kein Dach über den Kopf haben und ihr Essen im Müll suchen müssen. Oder ihre Lebensmöglichkeiten. Ja, Dosen, Flaschen etc. So, wenn ihr die Wahrheit nicht hören wollt, liebe Gesellschaft und liebes Facebook, dann könnt ihr mich am Arsch lecken. Das ist euer Lord Titan hier. Ja, euer Lord Titan ist zu Unrecht gesperrt. Zu Unrecht wurde eine Zensur über mich gegangen. Von wieder mal beschissenen Facebook. Und klar bin ich nicht gut zu sprechen auf Facebook, wenn sowas passiert. Weil es sollte sich klar machen, es ist eine große Plattform. Es ist eine Kommunikationsplattform, eben wo man Kommunikation betreiben sollte. Eben auch einen Austausch betreiben sollte. Eben auch Meinungen vertreten sollte. Ja, und ich bin nicht rechts oder Nazi oder sonst was, nur weil ich die als Farbige bezeichne. Ja, sondern eben, weil sie farbig sind, ja. Ihr Vollidioten, die immer meinen, alles ist gleich rechts oder Nazi, nur weil es auch irgendwo Gefühle hat für das eigene Volk. So, damit wünsche ich euch einen schönen Tag. Ich grüße hier mit euch alle, damit sende ich jetzt euch mal nachträglich schöne Weihnachtsgrüße. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Weihnachtszeit, denn nachträglich auch, ja, dass ihr wirklich, Weihnachten selbst auch schön verbracht habt, eben auch die Kinder, ja, besonders die Kinder. Und ja, dann kann ich nur sagen, warten wir die Sperre ab, die geht jetzt noch 24 Tage von heute an, also wo ich das Video erstelle, das kann man ja dann nachvollziehen. Ja, wie passend, Weihnachten gerade gesperrt, 24 Tage Sperre noch. So, Geburtstag ist gesperrt, ich werde demnächst auch nicht ankommen, Neujahr bin ich auch nicht da, ich kann auch keine Grüße hinterlassen, das tue ich alles jetzt schon mal, guten Rutsch Leute, ja, habt einen guten Rutsch, wundert euch nicht, wenn ich nicht reagiere, auch nicht auf Geburtstagsglückwünsche oder sonst was, weil das ach so gutmenschspielerische, nett lächelnde Facebook hat wieder seine Ekelpaket-Krallen ausgefahren und meinte mich zu zensieren, zu Unrecht. Eben nur, weil ich ein Mensch bin, der sozial ist, der menschlich ist und eben den sein eigenes Volk noch irgendwo am Herzen liegt. Ich war jetzt auch gerade krank. Ja. Ja, deshalb melde ich mich auch jetzt erst. Ich wünsche euch alles Gute. Habt schöne Tage noch. Kommt gut in das neue Jahr rein. Vielleicht sehen wir uns dann ja wieder. Und ich kann nur eben sagen, ich finde es eine Riesenschweinerei, teilt das hier. Für die Wahrheit wird man zensiert, für die Wahrheit ja, wird man blockiert, zensiert, gesperrt von Facebook, dass man eben nicht mehr posten kann, dass man nicht mal mehr seine Ängsten oder Nächsten anschreiben kann mit Glückwünschen oder sonst was. Und das soll eine professionelle Plattform zur Kommunikation sein. Da kann sich Facebook erstmal schämen und sich darüber Gedanken machen, wie es als eben eine größere Plattform für eine Kommunikationsbreite überhaupt noch weiterhin ja, sich präsentieren will und geben will oder ob es weiterhin blinde Zensuren geben will für nicht und scheiße. Ne? So, ich gebe das hier weiter. Ihr könnt das gerne posten, teilen etc. Das hier ist mal ein Zeichen, dass man wieder einfach die Deutschen, die eben schwer eingeschränkten, behandelt wie Dreck.
zensiert, sie ausschließt aus einer Gemeinschaft, wie sie es immer wieder tun, die rechten Idioten eben auch bei Facebook. Und kann eben nur eben sagen, ich scheiß auf rechts, ich scheiß auf euch Asoziale. Ja, auch eben in Facebook selber, wenn es die Community selbst betrifft. Ja, dann ist es eben so, wenn da solche Idioten drin sind. Und ihr hattet kein Recht dazu, mir irgendwo so eine Sperre oder sowas zu geben. Zu Feiertagen, wo es gerade wichtig ist, dass man Kommunikation betreiben kann. So, darüber macht euch mal Gedanken, als auch so wichtige Plattform, ja. Ich wünsche euch was und sage erstmal Peace.